So, willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed Brotherhood. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gesagt habe. Ja, wir haben es jetzt mal die erste Cluster-Erinnerung von Subjekt 16 freigeschalten. Und sowas können wir übrigens auch kaufen. Aber steht noch unter Bordschatoren. So weit weg. Das. Ja, aber das ist sowieso jetzt für den Anfang noch nichts. Das können wir uns sicher noch nicht leisten. Wir müssen immer so ein paar Leute bestehen, weil so ein paar echt viel Geld dabei haben. Ich glaube, das war der Teil, wo man wirklich viel Geld sammeln musste. Ein Dieb. Seid ihr denn plötzlich? Wenn ihr mit dem Dolch kämpft, kämpfe ich auch mit dem Dolch. So, nicht mit mir, Freundchen. Bitte, ich verschwinde hier. Lass mich in Ruhe. So, Codex-Zeiten gibt's hier aber nicht mehr. Während, also. Lorenzo. Nicht Lorenzo. Wie heißt er denn jetzt? Na, ihr wisst schon. Gibt's natürlich schon noch. Der Maler, nicht der im Schlauch. Okay, den Aussichtsturm darf ich noch nicht holen. Schaut's mit dem da drüben aus? Ich finde es immer blöd, über die Karte zu laufen, ohne sich wirklich auszukennen, wisst ihr? Ah ja, das hier kennen wir, glaube ich, schon aus dem zweiten Teil, oder? Ja. Nein? Vielleicht. Irgendwas gab's, aber ich weiß nicht wirklich, ob das rum war. Die Basilika di Santa Maria in Araguelli. Okay. Hier ist auch ein mysteriöses Symbol. Ich glaube, wir haben es sogar schon gefunden. Wie machen wir das? Hey Desmond. So ungefähr. So, dann wollen wir den halt auch kurz freischalten, in der Hoffnung, dass die Rätsel nicht wieder so absolut unverständlich wie im ersten Teil. Also im ersten sage ich, in meinem zweiten Teil natürlich, waren im ersten der Ezio-Trilogie. Weil man findet halt auch, man findet Lösungen dazu, aber man findet keine Erklärungen, die würden mich ja viel mehr interessieren. Laden. Das Individuum hat nur den eigenen Gewinn vor Augen und wird dabei wie in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand zu einem Ende geführt, das nicht in seiner Absicht lag. Irgendjemand Smith wahrscheinlich. Kann's aber nicht Laden. Lesen.
der irgendwas. Ui, ist das schwer zu erkennen. Oh. Ne, so. Wir versuchen uns mal an den Ketten zu orientieren. Halte ich für das leichteste auch. So, jetzt ab. Der weitaus größte Teil dieser Güter, dieser Objekte der Begierde werden durch Arbeit hergestellt. Und sie können vervielfältigt werden, nicht nur in einem Land allein, sondern in vielen fast unbegrenzt, wenn wir bereit sind, die erforderliche Arbeit zu investieren. Laden. So, da muss auch nochmal sowas. War abzusehen. So. Ein großes Reich wurde etabliert, zu dem einzigen Zweck, eine Nation von Kunden heranzuzüchten. Es kann nicht schwer sein herauszufinden, wer die Erfinder dieses ganzen Konsumsystems waren. Nicht die Konsumenten, sollte man meinen, deren Interessen völlig vernachlässigt wurden, sondern die Produzenten, um deren Interessen sich so umfassend gekümmert wird. Laden. Immer ein bisschen Gesellschaftskritik dabei hier bei Assassin's Creed. Das hatten wir im zweiten Teil auch schon. Ui, die Bilder sind echt viel schwerer. Sind viel, viel schwieriger zu erkennen. Aber es sind auf jeden Fall die Arbeiterfrauen. Ein Land, das Anstrengungen unternimmt, die Einwohnerzahl zu erhöhen, dessen Lage gut ist und dessen Bewohner eine Begabung für den Handel besitzen, wird stets zu den Gewinnern gehören, solange die Arbeit und der Fleiß seiner Bewohner gut verwaltet und sorgfältig gelenkt wird. Laden. Das war's jetzt aber, oder? Lo, 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 lo. Laden. Die Arbeiterschaft vergrößert sich. Bruder neben Bruder im Recht. Okay, man muss immer so stellen, dass man nicht geschlagen wird. Quarantänezone. So, wir müssen wieder den in Quarantäne finden. Quarantäne aufgehoben. Okay, man muss auch noch in einer bestimmten Zeit beide einfangen. So. Hätten wir schon die zweite Cluster-Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Danke schon. Ich höre hier irgendwas. Schatz oder so. Oh, müssen wir hier nochmal ums Eck. Das ist jetzt auch ein bisschen unauffälliger gestaltet. Wenigstens so ein bisschen. Ich gehe aber davon aus, dass es auch hier Schatzkarten gibt. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber also ich gehe. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus. Warunter ist Spring doch nicht so schlau, hm?
jemanden verletzt. Oh, manchmal ist die Kamera so ungeduldig und so schnell. Ja, ich bin absolut wahnsinnig. Ich sag's euch, so wahnsinnig. So, hier haben scheinbar alle unterschiedlich viel Geld dabei. Nicht wie im ersten Teil, dass man immer so ein bisschen auf die Klamotten schauen konnte. So, Machiavelli, was gibt's? Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. So, wer hat Post? Machiavellis Kontaktperson treffen und den Brief nehmen, den er bei sich trägt. Den Borgia-Kurier in weniger als einer Minute fangen. Ich erinnere mich an eine schreckliche Mission, wo man jemanden fangen musste. In einer gewissen Zeit und ich es nie geschafft habe. Mal sehen, ob das so früh schon kam. Hätte eigentlich nicht gedacht. Das Kolosseum. Ah, oh, krass, solche Eindrücke. Ich mach mal kurz das Spiel für mich leiser. Das ist echt laut. Euch nicht, weil... Da ist es eh mal zu leise, finde ich. Könnt ihr natürlich auch schreiben, wenn ihr sagt, es ist zu laut. Die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. So, beim Kolosseum ist natürlich auch so ein Cluster. Ich erinnere mich aber, dass das schwer zu finden war. Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonatemi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Grazie. So. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn. Trefft mich bei den Thermen. So, wir müssen mal wieder so jemanden fangen. Das war unter einer Minute. So, wir haben den Brief erhalten. E-Mails habe ich erhalten. Ich schaue gerade mal ein bisschen, ob ich hier nicht die Cluster finde. Aber der kann hier natürlich unendlich versteckt sein. Ich laufe hier mal ein bisschen im Kreis. Wenn ich ihn finde, dann sage ich euch. So, wir sind jetzt ganz oben am Kolosseum. Und da ist auch ein Aussichtspunkt, habe ich gesehen. Aber viel wichtiger ist, dass hier der Cluster ist. John wollte mir wieder einen Tipp geben. Und ich habe hier jetzt auch eine Feder eingesammelt. Habt ihr jetzt gesehen, dass es ja nur 10 Federn gibt. Das sind wohl die Borgia-Wappen, die Federn aus dem zweiten Teil. Und die Federn in dem Teil irgendwas anderes. Cluster 3 und 10. Laden. Sind ja wieder fleißig am Sammeln hier. Es fehlt dann irgendwas in Morsezeichen. Zugriff verweigert.
Washington ruht über dem Grün 1944 mit kühlem Kopf unter der rechten 1, weht das Banner der 48. Dahinter gibt es eine Firma, deren Macht wächst. So, da haben wir es doch gefunden. So, der Schlüssel. Die 9 ist das O. Und das R ist die 4. Wie soll das bitte gehen? Die 9? Die, auf jeden Fall die andere durchgestrichene 0. Die 5 soll 1 davon sein. 0, 1 davon. Und wie geht das? Das kapiere ich ja nicht. Ach so, wichtig ist wahrscheinlich das 5, das ist, deswegen wird's so. Ah, es ist bei jedem ein anderer. Logo 2 ist dann das, was ausschaut wie eine 4. So, dann bei der 4. Muss die 4 das R richtig rum sein? Das ist das da. Und dann ist die 7, die 0 von unten links durchgestrichen. So, dann für 5 muss die 5 das nach links offene sein. Dann ist die 9 die von unten rechts durchgestrichene 0. Und hier muss die 0 die nach rechter Punkt sein. Dann ist die 8 die verkehrt rum 4. Oh, da war sie. So. Bestätigen. Zugriff gewährt. Laden. Das sind echt ganz schön viele Rätsel immer. 22. Juli 1944. Freunde, Machthaber, willkommen. Während ich hier vor euch spreche, ich weiß nicht, wie ich nach unten scrolle, beginnt mehrere Stockwerke unter uns eine stille Revolution. Rennie Olds und Henry Ford. Wie viele von euch wissen, gaben uns diese Gründer das Fließband, das Gerät, welches wir benutzen, um sowohl die Indoktrinierten, die unseren Reichtum anbeten, Kapitalisten und Sklaven, Arbeiter zu kontrollieren. Aber ich träume von einer Zukunft, in der solche hässlichen Dinge nicht mehr nötig sein werden. 1910 entwarfen unsere Gründer den Plan. Nun ist es an uns, ihn zu verwirklichen. Doch was ist mit den Kommunisten, die das Brot so knapp machen wollen, dass alle hungern müssen? Es ist unsere Pflicht, sie und ihr Gefolge zu neutralisieren, retten. Wir müssen sicherstellen, dass sie essen, sich fortpflanzen, produktive Mitglieder der Gesellschaft bleiben. Es ist unsere Aufgabe und Last, die unter uns durch das Leben zu leiten. Und wir müssen es annehmen, auch wenn das den Einsatz von Gewalt bedeutet. Sie selbst es nicht tun. H&S haben für das nötigste Chaos und die nötige Angst gesorgt. Nun müssen wir umgehend handeln, damit die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Es wird so scheinen, als würden wir den Arbeitern Raum geben, wie bei der erfolgreichen List von Rockefeller. Und sein Dimes. Aber schon bald wird es kein Land mehr geben, das nicht uns gehört. 1937 gründeten wir dann dieses Unternehmen, diese Organisation zu einem Zweck. Nun ist es an uns, diesen Zweck zu erfüllen. Laden. Als Konzession wird ein kleines Opfer für das Allgemeinwohl in Kauf genommen. Nein. Ich dachte jetzt dran, weil der kann ja den werfen. Achso, wir sollen ihn werfen. Okay. Laden. Quarantänezone.
Da oben ist einer. Da unten ist. Quarantäne aufgehoben. Einer. Okay. Da haben wir doch beide. Ziehen sich schon ein bisschen die Cluster, aber naja, wir haben ja schon ein Drittel. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ach, Sean. Du und deine sinnlosen Infos immer. Ja, da hätten wir das Kolosseum als Aussichtsturm auch. War ganz schön ätzend, da hochzuklettern. Es fehlt irgendwie die Anzeige, wie weit diese Missionen immer von einem weg sind. Hier, weil die sind ein gutes Stück weit weg. Ja, wir kommen sicher nochmal zurück, um die Schätze zu sammeln. Tja, das nächste. Vielleicht machen wir als nächstes den Borcherturm. Apeford. So, schon praktisch, wenn man das hat. Okay, zur Markierung wird uns immer angezeigt, wie weit es ist. Ist ja schon mal praktisch. Nachdem wir uns irgendwie nicht regenerieren, dachte ich mir, ist wahrscheinlich schlauer, wenn ich mich jetzt mal heile. Können wir eigentlich in den Doktor auch investieren? Potenzieller Gewinn, Risikofaktor ist gering. Der Gewinn kann sein. Machen wir das doch einfach mal. Ja, weil man muss ja eh irgendwie in gewisse Geschäfte ein bisschen investieren. Nochmal kann ich aber nicht investieren. Ich bin hier, solltet ihr doch meine Hilfe brauchen. Naja, okay, kapiert habe ich das jetzt noch nicht. Oh. Es sind ja gar nicht so wenige hier. Hey, hier ist ein Schatz. Den nehmen wir mit. Ja, das sind mir ein paar zu viele. Komm, greif an. Hey, der ist irgendwie noch ein gutes Stück weiter unten. Könnte unser Mann sein. So, den schalten wir aus. Die
Gibt's hierfür dann irgendwie so Tätsdinger? So, den hätten wir ausgeschalten. Bin gar nicht da. So, dann wollen wir hier hoch. Und dann probieren wir das mal aus. Wenn ich den anzünde, ob das dann schon reicht. Als Aussichtsturm. Wie gesagt, eigentlich müsste es ja schon, oder? Weil ich denke mir, sie können ja nicht. Das mit dem hier hochkommen, wenn das jetzt noch so einfach wäre. Oh. Was denn? Kennst mich nicht. Das war blöd. Mann. Das ärgert mich jetzt aber. Ist gar nicht so einfach, da hochzukommen. Na, hoffentlich funktioniert das mit dem Anzünden, sonst müssen wir nämlich gleich nochmal hier hoch. So, soweit hat's schon gestimmt. Kann ich von hier gleich darüber? Nö. So, dann muss ich hier nämlich so runter. Also, ob das nicht schon einer der schwersten Borcher-Türme war, denke ich mir gerade so. Also, ich meine, ganz ohne war der jetzt nicht. So, jetzt aber. So, zählt das so? Oder muss ich jetzt nochmal hochklettern? Hat bestimmt keiner gesehen. Es zählt. Schön. Dann würde ich sagen, damit war es das auch wieder für heute. Ach, wir können nur in Ärzte insgesamt in diesem Gebiet investieren. Alles klar. Vielleicht später. Das Gebiet wurde wie... Okay, das Ganze hier quasi. Achso. Ja. Das heißt, die Gebäude stehen jetzt zum Kauf frei. Legende, was heißt diese andere außenrum Markierung? Eigene Marker ist der. Ich weiß nicht, ab wann ich die Aufnahmen pausiert hatte. Das kann ich mir erst später anschauen. Tut mir auf jeden Fall ein bisschen leid. An dem Roma aus diesem Borgia-Albtraum erwacht. Ich weiß nicht, was ihr seid. Ich will wissen, warum
der eine Arzt hier so ein komisches Ding ausgehoben hat. So ein komisches Kastel ausgehoben, wisst ihr? Okay. Ich bin hier, das ist wohl der Hauptarzt. So, ich kaufe aber mal Medizin und dann würde ich sagen, was ist mit dem Part? Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Brotherhood. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.